historischen grünen Gewölbe. Noch ermittelt die Polizei vor Ort, aber heute ist das Residenzschloss wieder teilweise für die Öffentlichkeit freigegeben worden. Das ist ein ganz kleiner Schritt zurück zur Normalität, aber die fühlt sich natürlich noch lange nicht normal an. 3 Tage ist der Einbruch her und das grüne Gewölbe wird wieder ein wenig sicherer. Eine Firma repariert heute Vormittag provisorisch das von den Dieben zerstörte Stahlgitter an einem der Fenster. Dass der Wachschutz, als er den Diebstahl bemerkte, nicht das Licht im ganzen Museum angeschaltet hat, ist nach Meinung der Museumsleitung ein Glücksfall. Dass es dunkel war, hat unter anderem dazu geführt, dass die Dinge, die die nicht sofort, ich weiß nicht, wie die die transportiert haben, eingesteckt haben, sag ich mal so, dass es Gott sei Dank denn nicht noch gesehen wurde, dass so große Objekte nicht mitgenommen wurden. Noch immer gibt es von den Dieben keine Spur. Die Schätze waren hinter Panzerglas geschützt. Sicherheitsglas wie in diesem Test, das eigentlich Dutzende Axthiebe aushalten muss, bevor es nachgibt. In diesem Komplex haben wir entschieden, dass diese Vitrinen außergewöhnlich stark, eine starke Widerstandsklasse haben. Aber tatsächlich ist es so, dass nach einer gewissen mechanischen Energie, also nach einer gewissen Anzahl von Axthieben, genauso werden die Vitrinen auch geprüft, versagt irgendwann mal diese Scheibe. Dass Einbrecher hier überhaupt eindringen und dann auch wieder entkommen können, das schien zur Wiedereröffnung des grünen Gewölbes vor 13 Jahren undenkbar. Es ist ein Hochsicherheitstrakt. Ich sag's mal so, wären sie im Gefängnis, wo Schwerverbrecher sind. Sie kommen von außen nicht rein, sie können von innen nichts wegnehmen. Und sie kommen, wenn sie es versucht haben, auch nicht wieder raus. So sicher ist das. Das hat sich also als Trugschluss herausgestellt. Das derzeitige Oberhaupt des ehemaligen Adelshauses Wettin, Alexander Prinz von Sachsen, ist entsetzt über den Raub der Juwelen, will die Hoffnung aber noch nicht aufgeben. Ich wäre natürlich persönlich bereit, sofort eine große Aktion zu starten, wenn man uns die Kunstgegenstände anbieten würde, um Spenden zu sammeln weltweit und mit diesen Spenden eventuell den Rückkauf zu ermöglichen oder ein Erpressungsgeld zu bezahlen. Doch wie konnten die Täter die angeblich ausgeklügelten Sicherheitssysteme überwinden? Experten wie der Kriminalist Axel Petermann vermuten Insiderwissen. Da muss man sich natürlich fragen, reicht es allein durch Beobachten, durch Besuche dort im grünen Gewölbe allein aus? Oder hat man vielleicht einen Informanten, der Tipps gegeben hat? Gab es also einen Insider aus dem Museum, der den Dieben entscheidende Hinweise gab? Also das wäre für uns natürlich eine schreckliche Vorstellung. Aber natürlich muss zu allen Seiten hin ermittelt werden. Und dass eine tiefe Kenntnis da war, ist offensichtlich. In Dresden ist die Sicherheit an der Fenstervergitterung des grünen Gewölbes vorerst wieder hergestellt. Das gesamte Sicherheitskonzept wird aber nun von Grund auf überarbeitet. Auch heute ist unser Reporter Sven Böttger in Dresden vor Ort. Und so schalten wir nun live nach Dresden. Sven, welche neuen Informationen gibt es denn zu den gestohlenen Kunstwerken? Ja, gerade ganz aktuell haben die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden eine Pressemitteilung veröffentlicht, auf die wir hier schon den ganzen Tag gewartet haben, nämlich die, welche Teile nun genau fehlen. Man muss sich vorstellen, die Täter hatten ja diesen Raum, das Juwelenzimmer, sehr stark verwüstet, dort auch noch eine Art Feuerlöschschaum ausgebracht oder vielmehr ein Feuerlöschpulver, und dadurch war noch gar nicht ganz klar, welche Teile nun fehlen. Und aktuell haben die Kunstsammlungen mitgeteilt, dass 11 Objekte fehlen, 11 Objekte sowie Teile von 2 weiteren Objekten und eine Gruppe von Rockknöpfen. Und diese Teile fehlen jeweils, das kann man hier auch nachschauen, aus der Diamant-Rosen-Garnitur, der Brillant-Garnitur sowie aus dem Diamantschmuck und den Perlen der Königin. Und unten drunter dann auch, ich drehe das mal einmal kurz rum, noch mal ganz aktuell jetzt veröffentlicht die aktuellen Fotos von den Teilen, die nun weg sind. Und das ist nämlich ganz wichtig für die Öffentlichkeitsfahndung, dass man eben jetzt nach draußen gehen kann und sagen kann, das sind genau die Teile, die fehlen. Es sind insgesamt betrachtet, muss man sagen, nicht ganz so viele Teile, wie zunächst befürchtet war. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich hier dieser Staatsschatz betroffen von August dem Starken und August dem 3., also unwiederbringliche Teile eigentlich. Und man hofft natürlich, dass man die komplett hoffentlich bald wiederfinden kann. Ja, haben denn die polizeilichen Ermittlungen neue Erkenntnisse zu den Tätern gebracht? Was gibt es da denn Neues?
Auch da gab es heute eine neue Information seitens der Polizeidirektion. Man weiß jetzt oder geht davon aus, dass es mindestens 4 Täter waren. Bislang konnte man ja nur diese 2 Täter zuordnen, die auf dem Video im Juwelenzimmer zu sehen waren und dort mit den Äxten die Vitrinen eingeschlagen haben. Aber was man jetzt weiß, noch durch Bilder auch von außerhalb von Überwachungskameras, dass es wohl 2 weitere Täter gab, die sich im Bereich des Fluchtfahrzeugs aufgehalten haben, dort gewartet haben und dann eben mindestens 4 Personen hier am Tatort eben weggefahren sind. Man geht derzeit davon aus, dass die Täter, die außerhalb waren, auch dafür verantwortlich sind, dass der Elektroverteilerkasten unter der Augustusbrücke gebrannt hat. All das spielte ja zusammen. Die Polizei kennt ja diese 3 Tatorte. Der 3. Tatort, dann die Tiefgarage, wo das Auto angezündet wurde. Auch das ist mittlerweile zweifelsfrei geklärt. Was immer noch fehlt, ist die ganz heiße Spur. Derzeit, so sagt es der Leiter der Sonderkommission, geht man über 200 Hinweisen nach. Aber es ist eben noch nicht der entscheidende Hinweis zu den Tätern dabei. Seit heute ist das Residenzschloss ja wieder für Besucher geöffnet. Wie reagieren denn die Gäste auf diesen doch, ja, muss man leider sagen, filmreifen Einbruch im grünen Gewölbe? Natürlich kann man sich vorstellen, dass die Gäste, die Touristen auch neugierig sind. Das betrifft nicht nur das Museum selbst, sondern vor allem eben auch das Residenzschloss außerhalb. Wir stehen ja hier an der Stelle, wo man einen guten Blick hat auf das Fenster, welches wo eingebrochen wurde, wo auch das Gitter eben rausgeschnitten wurde. Das ist heute übrigens wieder eingesetzt worden. Wir haben es eben auch gesehen. Aber natürlich will man wissen, wie das die Täter gemacht haben. Derzeit kann man wieder hinein ins Residenzschloss. Es ist geöffnet. Der Zuspruch ist normal, würde ich mal einschätzen. So sagt es auch die Staatliche Kunstsammlung, dass da die Leute kommen. Sie können natürlich nicht hinein in den historischen Teil des grünen Gewölbes. Der bleibt bis auf Weiteres noch geschlossen. Eventuell darf die Presse in den nächsten Tagen hinein. Das haben die Staatlichen Kunstsammlungen schon mal angedeutet. Man könnte eben sich auch die Öffentlichkeit ein Bild von den Verwüstungen dort drin machen. Sven Böttger war das. Auch heute wieder live aus Dresden mit den neuesten Erkenntnissen zum Kunstraub. Dankeschön, Sven. Von Dresden jetzt nach Oschatz, wo auf dem Parkplatz einer Werkstatt